Hey Leute und willkommen zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt. Ach ja, kennt ihr das, wenn ihr wirklich Lust habt auf ein Spiel und dementsprechend auch sehr viel und lange spielen möchtet, aber das nicht könnt, weil ihr ja gerne auf Kommentare eingeht? Das kennt ihr wahrscheinlich nur, wenn ihr Let's Player seid, aber kein Problem, ich halte das aus. Ja, wenn ich ein paar Tage kein Witcher spielen kann, dann halte ich das schon aus, irgendwie. Ja, ist auszuhalten. Naja. Wir gehen zurück nach Novigrad, Leute, habe ich so beschlossen. Ihr habt schon recht, ihr habt mir geschrieben, ich bin hier eigentlich noch ein bisschen zu niedrig vom Level und außerdem gibt es in Novigrad noch eine ganze Menge zu tun. Absolut, da stimme ich euch zu. Ich habe es schon gemerkt, hier sind die ganzen Begebenheiten ein bisschen rauer, alles ist ein bisschen schwieriger. Oh Gott, was ist das denn? Weißer Wolf? Ich bin der weiße Wolf. Nur einen geben, du Vieh. Oh Gott. Es ist nicht nur einer. Oha. Es sind ein paar mehr, ne? Hier, wer ist jetzt? Oh Gott, der springt gerade durch die Flammen zu mir hin. Au. Ah, ich wollte gerade ausweichen, du Blöde. Na, kommt mal her. Nee. Autsch. Oh, komm jetzt. Nee, ich mach mal Quen und dann mach ich mir mal schön hier eine Schwalbe rein. Was jetzt, du Stück Dreck? Die sind aber auch garstig, ne, diese Wölfe. Oh, weißes Wolfsfell, natürlich. Das ist ganz schön gut zu verkaufen, glaube ich, ne? Ach, die Musik. Ich liebe Skellige. Habe ich das schon gesagt? Wahrscheinlich schon eins oder zweimal. Also ich Skellige total liebe. Das ist einfach ein geiler Landstrich mit viel zu tun und vielen riesigen Bestien. Ja, mach ich das mal so. Ja, eigentlich will ich... Oh Gott, das ist ein Totenkopf. Hau ab. Dich kriege ich nicht so schnell klein, glaube ich. Gabelschwanz. Oh nein, jetzt liegt da, ne? Oh ne, ne, ne. Ich wollte doch nur da unten an den Leuchtturm und gucken, ob da vielleicht ein Wegpunkt auf mich wartet. Und das ist schon wieder Flugviecher. Genau das meine ich. In Velen gibt es natürlich auch noch solche Orte, wo ich noch nichts zu suchen habe, wo ich noch nicht hingehen sollte. Aber das ist eine andere Geschichte, denn da bin ich eigentlich genau richtig. Auch noch eine Frage. Ich weiß, das leidige Thema Gwind. Ich spiele es wirklich, wirklich gerne und ich weiß, dass manche von euch das wirklich gerne sehen. Ich wollte irgendwann nochmal nach Weißgarten zurück. Was seid ihr denn? Sirenen? Verdammt! Au. Irgendwann wollte ich da nochmal hin und Sirenen aufspießen. Zack. Na komm. Warum kann ich die nicht aufspießen, sag mal? Die liegen auf dem Boden offensichtlich. Ich kann ihn nicht finishen. Jetzt kann ich sie finishen. Oh Gott. Bleib liegen, bitte. Ja. Abgestochen. Naja, soll ich das auf jeden Fall on-cam machen oder off-cam? Ja, es ist jetzt wieder komisch, wenn ich das frage, weil manche wollen es einfach gerne sehen und andere sagen, nee, lass mal Gwind raus. Aber ich schreibe es ja extra in den Titel, versteht ihr? Ne? Ich will auch nicht die ganze Zeit mich dazu rechtfertigen. Wem es nicht gefällt, dem gefällt es halt nicht. Da soll das bitte skippen oder das Video auslassen. Ich werde dann auch versuchen, keine Story mit reinzupacken. Weil, glaub mir, mir macht das echt keinen Spaß. Das ist auch keine Kritik. Das ist einfach nur Geningel in dem Moment, wenn man immer wieder auf Gwind rumhackt. Oh, Tagebuch eines Feuerschluckers. Das habe ich schon mal gehabt. Ich glaube, das habe ich schon mal gehabt. Und ich will jetzt auch nicht den Part so negativ belastet haben. Deswegen sage ich einfach gar nichts mehr dazu. So. Ja, das hatte ich schon mal. Hab ja zwei davon. Ich werde einfach so spielen, wie ich lustig bin. Gut. Gibt's hier noch was? Oh, oh, da ist irgendwas Rotes noch. Oho. Ein verbesserter Sattel. Ach, das war der Schatz jetzt schon.
Kann ich das? Nee, leider nicht. Kann ich leider nicht entzünden. Oh Gott, ich finde Leitern und überhaupt Leitern hier finde ich ganz schlimm im Spiel, muss ich leider sagen. Es macht für mich keinen Sinn und ist mehr als gefährlich, dass die Kamera so nah ranfährt. Dass man das nicht irgendwie hat eleganter lösen können, das verstehe ich nicht so ganz. Achso, ich werde nochmal ganz kurz an das Schiff gehen, mit dem ich hergekommen bin. Und nachsehen, ob ich da nicht noch meine Kronen finde, weil das habt ihr mir auch schon gesagt. Hier, die Abzweigung. Dass ich hier noch meine 1000 Kronen zurückgewinnen kann, wenn ich den Kapitän finde. Was aber, glaube ich, nicht so einfach ist. So, warte, das war im Süden, ne? Ja, das war hier im Süden. West, Süd, ne, Süd, West, Süd, Südwest. So. Süd, 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 Süd. Ein Monsternest. Nordwind. Nordwind. Au. Hallo? Da wird echt nur einer eingeeist? Das macht ja überhaupt keinen Sinn dann. Das macht gar keinen Sinn. Aha. Meine Rüstung ist futsch. Oh komm. Ja, ja. Das hier ist oh, du bist betäubt. Guck mal, die sind alle ein bisschen verbackt gerade. Naja, was soll's. Ich krieg mein Loot und dann ist gut. Die sind gerade echt alle ein bisschen... Oh, komm, mein Schwert ist auf, futsch. Was ist da los? Sage mal. Okay, 49. Das ist auf jeden Fall notwendig. Und das hat 50. Na gut. Na gut, na gut. Hier kommen die Ertrunkenen her. Ich sollte es zerstören. Auf jeden Fall solltest du das, Geralt. Oh oh. Oha. Na komm. Sieht echt übel aus, dieser ertrunkene Tote, ne? Yeah. Oh, ein kleines rotes Muttergen. Ein Mutti-Gen. Und wieder ganz viele Ingredienzien für mich. Tote Frau. Gibt's hier noch mehr? Liegt der Captain auch hier? Nee. Kann ich mir nicht vorstellen, dass der Captain hier liegt. Oh. Oh, da liegen Menschen doch. Ach, schade, ich dachte, hier liegt der irgendwo mit bei, der Captain. Und dann kann ich meine Kronen wieder zurückkriegen. Wahrscheinlich habe ich den schon irgendwo verpasst. Oder habe ich den schon geplündert? Da ist noch jemand. Eine schwarzmagische Puppe, so, so. Was hatten die denn hier vor, die Leute? Oh, Geralt, ich glaube, ohne schwimmt sich's besser. Guckt euch mal diesen Himmel an. Meine Güte. Diesen Abendhimmel. Ich schamelze, obwohl ich gar nicht so auf rosa stehe. Ich schamelze. Oh, oh. Was hat denn da geplätschert? Nicht schon wieder ein Wal, oder? Das war letztes Mal so schlimm. Ich meine, Wale sind ja oft als sanfte Riesen bezeichnet. Aber ich weiß auch nicht, ob die mich nicht da fressen wollen. Okay, das war falsch. Das falsche Zeichen. Wieder planschen. Na, komm her, Kleiner. Aha, ihr könnt mir gar nichts mehr. Ihr seid viel zu schwach, oder? Ach, guck mal, da sitzt auch noch einer. Da sind überall Leichen, aber ich glaube, ich habe den Captain schon... War ich denn schon oder noch nicht? Liegt Blutmoos. Da vorne ist, glaube ich, das Xi. Das war Axi, ne? Hm. Magie, ein Ort der Macht. Oh, ein Wasserweib. Na, fantastisch. Na, fantastisch. Oh, ich habe keine Bombe mehr, ne? Oh Gott, das war ein Fehler. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal.
hab doch noch Kartätsche. Ich hab noch Kartätsche? Ja. Und ich hab noch Samum, nee, Mondstaub. Was hab ich noch alles? Drachentraum. Teufelsprobist. Ja. Knalle. Alter Verwalter. Oh Gott, ich will nicht ins Wasser. Nicht bei denen hier. Wehehe. Ja, das war natürlich die beste Bombe ever. Die werden nicht vergiftet? Oh nein. Bringt ihr nur was gegen Menschen, ne? Habe ich da noch alles? Igni? Oh, nee. Oh, blöde Zille. Ich sehe nichts. Oh, ich sehe zu viel, besser gesagt. Was ist mit der Kamera jetzt los? Was, Person oder was? Oh Gott. Der ist unsichtbar. Was ist denn mit dem Spiel los? Ist es irgendwie verbuggt oder so? Och, komm schon. Das Spiel ist irgendwie verbuggt, Leute. Wo habe ich denn bitte als letztes Mal... das letzte Mal gespeichert, ey? Das ist jetzt... das ist unschön. Das ist richtig unschön gerade. Unsichtbare Gegner. Ich kann nicht mehr richtig ausweichen. Okay. Nö, dann... mache ich hier einen kleinen Cut. Wir sehen uns gleich an der Stelle, wenn ich alle gekillt habe. Das geht ja wohl gar nicht. Ich habe ihn leider nicht gefunden, den Captain. Vielleicht habe ich das Ding auch schon mal gesammelt. Ich habe keine Ahnung. Aber wir machen einfach weiter jetzt. Denn 1000 Kronen sind jetzt auch nicht die Welt. Vielleicht schaue ich ja irgendwann nochmal. Ich muss ja auch noch die Bärenhöhle beim Weidler finden. Ja, das mache ich aber wirklich noch. Das mache ich jetzt gleich sogar, wenn ich zurückkomme nach Velen. Oh, das ist ein... Ach, die Wyvern, die ist nicht stark, oder? Nein, die ist nicht stark. Na komm, na... Vivi, kommst du her? Kommst du her? Die können fliegen auf jeden Fall, das weiß ich ja. Deswegen habe ich schon mal die Armbrust ausgewählt. Sag mal. Du doofes Teil. Kommst du jetzt? Ich glaube, die hat keinen Bock auf Konfrontation. Hier. Da ist noch eine Kartätsche und noch ein ganzen Stern. Und ich habe alles für dich, mein Kindchen. Ich habe alles für dich. Ja? Kommen sie rein, kommen sie ran. Feuerschaden schmeckt dir gar nicht, guck mal. Ja? Oh. Das war ja ein einfacher Kampf. Einfach immer nur die Kartätsche drauf. Und fertig. Beziehungsweise tanzender Stern. Aha. Eierlitrat. Neues Schwert, aber das... Ja, ich hab schon gehört. Ihr sagtet... Oh, guck mal, das ist gar nicht mal so schlecht. Ich soll doch die Nicht-Z-Waffen benutzen. Da die in der Regel gar nicht so schlecht sind. Nee, Leute, möchte ich nicht. Möchte ich nicht. Versteht das. Ich bekomme bald eine neue, bessere Z-Waffe. Mein Greifenschwert Level 14 quasi. Und deswegen werde ich mich an die Z-Waffen halten. Wenn ich dann halt eine Zeit lang ein bisschen schwächer bin, dann ist das jetzt auch nicht so schlimm, finde ich. Naja. So, ich glaube in Ochsenfurt oder wo hatte ich denn einen besseren Schmied, sag mal? Wo hatte ich denn einen besseren Schmied? In Velen? Krenfels, der war auf jeden Fall noch nicht so weit, das weiß ich noch. Ochsenfurt. Da hatten wir doch einen ganz passablen Schmied. War Ciri im Sumpf zusammengebrochen. Ein paar Bauern hatten sie gefunden und zum Baron gebracht, dem selbsternannten Herrscher Velens. Der Kriegsfürst hatte sie aufgenommen und gesund pflegen lassen. Dann war sie nach Novigrad weitergezogen. Mhm. Ja, ich weiß auch nicht, ob ich nochmal nach Weißgarten zurückgehen soll und dort die Gewinnspiele absolviere. Ich werde es wohl tun, aber dann offcam, weil... Ja, ich weiß, manche von euch sehen es wirklich gerne, andere wiederum nicht. Aber ich bin diese Diskussion ehrlich gesagt auch so ein bisschen satt darum, was Gewinn angeht.
Versteht das bitte jetzt ohne Groll. Ich will das jetzt auch nicht negativ behaften lassen auf diesem Part, dass ich da so anti bin, was die Anti-Gwind-Leute angeht. Nee, es ist echt... Na, mir macht Spaß, Leute. Was soll ich sagen? Ich will es nicht aus dem Grund cutten jetzt. Ne? Man kann es ja skippen. Ich bringe jeden Tag wirklich genug. Oh. Greifenschulenausrüstung. Verbesserung? Das könnte ich ja mal machen, ne? Das könnte ich ja mal machen. Wo haben wir das denn hier? In Novigrad ist das also. So, so. Naja, erstmal bin ich jetzt Ochsenfurt. Dort werde ich mir ganz kurz... Ersticken an 3 Pfund Stahl. Was werde ich... Ja, ja. Aha, werde ich wohl. Da ist ein Schmied. Ich hoffe nur, der Mann ist fähig genug. Ah, die Musik. Ich will tanzen. Leute, ich hab so Bock. Ich hab so Bock auf das Spiel. Oh, da vorne war der Eingang. Ich hab so Bock auf das Spiel, ihr glaubt es nicht. Hi. Hallo noch einmal. Was? Ich kann nochmal Gwind gegen ihn spielen? Ja, komm. Eine ganz schnelle Runde machen wir. Spielen wir Karten. Oh, wir haben alle 3 Spionagekarten. Das ist super. Da werde ich die klärende Kälte mal... Nee, ich will eigentlich gar nichts rauslassen. Lassen wir so. Lassen wir einfach so. Haha. Ist doch perfekt. So, oder dann spielen wir erstmal Thaler. Aha, Dann spielen wir noch Dijkstra. Der Gegner passt schon, das ist ja super. Soll ich die noch zerstören? Ne, ich habe eine bessere Idee. Ich spiele meine Wetterkarten jetzt einfach aus. Und zwar die. Nee. Erstmal dich. So. Oha, jetzt habe ich ganz viele Karten hier. Wetterkarte 1. Du hast immer noch 10. Wetterkarte 2. Und dann spielen wir noch ein Trebuchet. Das war's. Nee, ein Tribock, besser gesagt. Okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen zu viel des Guten, aber immerhin. So. Gewonnen ist gewonnen, egal wie hoch oder wie tief. Ich hoffe mal, er spielt jetzt... Ne, er kann ja... Hast du Wiederbeleben zufällig? Hat du Wiederbeleben? Das wäre natürlich hervorragend. Spielst du noch eine Sechser? Jawohl. Ich möchte es ehrlich gesagt nicht riskieren, dass er noch eine Sechser spielt, deswegen werde ich die jetzt mal alle zerstören. Ah. Seht ihr, jetzt hätte ich mich nur eine Zehner kaputt gemacht. Und außerdem mag ich Milva. Milva will ich nicht zerstören. Die war super im Buch. Die mochte ich gerne. Oha. Spion. Ach, verdammt. Ja, zum Glück habe ich die Fintenkarte. Also eine Finte, nicht die Fintenkarte. Oh ne, jetzt belebt er Dijkstra. Das war mir so klar. Aber hey, danke für die ganzen Bonuspunkte hier. Ne, Stannis hat er belebt, nicht Dijkstra. Hä, warum belebst du Stannis? Bist du Jack? Bist du Jack, Kerle? Oha, ich weiß warum. Der hat jetzt seine ganzen krassen Obershit-Karten. Ah, verdammt. Habe ich dann schon irgendwas, was ich wiederbeleben möchte? Ne, noch nicht. Vielleicht kommt er noch. Ach nein, jetzt spielt er die auch noch. Ach du Elend. Was. Wie viele Karten willst du denn noch ausspielen, du Arsch? Das ist vielleicht gar nicht so gut, was ich da immer mache. Mit meinen Spionagekarten. Ah. Genial. Das wollte ich auch gerade machen. Nein, wollte ich nicht. Das wollte ich jetzt tun. Du Haufen. Ja, gut, dass das jetzt gerade mal 3 Punkte bringt. Ne, die hebe ich mir für den letzten Zug auf, oder? Na, was soll's, ich habe eh keine Belagerungskarten. Aha. Das kann ich, glaube ich, schon knicken, ne? Das habe ich verloren. Das haben wir verloren. Ich kann auch keine sonstigen Karten.
Naja, im Prinzip habe ich dann schon mal 7, nächste Runde, plus eine Karte, die ich wiederbeleben kann. Es wäre in dem Fall dann Spion, glaube ich. Mal gucken. Ich passe einfach mal. Ich hoffe mal aufs Beste. Ja, super. Ich spiele dich. Ich hoffe wirklich, dass ich was Gutes kriege, sonst habe ich echt verloren mit Dijkstra. Naja, geht so. Geht so. Na, ist mir nicht egal. Ist mir eigentlich gar nicht egal. Ach, verdammt. Oh ja, das Horn des Kommandanten. Shit. Das kann ich, glaube ich, vergessen, oder? Warte mal, mit Philippa komme ich auf 13, dann komme ich auf 18. Und ja, er passt, ich habe gewonnen. Ja, aber wie knapp, ne? Wie knapp, Kinder. Uiuiui, das war eine gute Runde. Ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Und was gibt's? Imlerit. Hallo noch einmal. Was? Das ist eine Heldenkarte, Imlerit, glaube ich. Du hast Glück. Ich hab wunderbar. Ich pack's ja gar nicht. So, warte. Du bist auf jeden Fall ein Geselle. Du kannst mir doch bestimmt mein besseres greifen. Was? Die Stufe des Handwerkers ist zu niedrig. Geselle brauche ich doch. Waffenschmied Geselle. Habe ich was verpasst? Ach, er ist ein Rüstungsschmied. Ach, scheiße. Bis dann. Wo finde ich denn hier einen Waffenschmied, sag mal? Och Gott, ich dachte, das wäre ein Waffenschmied. Das ist doch... Nee, der Amboss ist ein Waffenschmied. Verdammt. Ich glaube, hier gibt es echt nur einen... Warte mal, das hatten wir doch schon in diesem Schwarzzweig. Da gab es einen Waffenschmied. Oh Mann. Das ist mir jetzt peinlich. Aber war das auch ein Geselle oder war das noch ein Anfänger? Es gibt hier echt nur einen einzigen Schmied. Ich glaube, in Novigrad hatten wir. Ja gut, da gab es Hattori. Aber Hattori war, glaube ich, jetzt kein... der wollte ja noch nicht. Ich muss erst den Auftrag für ihn machen, dass er wieder schmieden darf. Ach, Kegge. Kegge, Kegge, Kegge. Was ist ein Schwarzzweig? Ach so. Wisst ihr was? Das ist gar nicht mal so schlecht. Dann mache ich gleich noch das mit dem Weideler. Hier oben ist ja noch seine... Ne? Nein. Hier oben war ja noch seine Höhle mit den Bären, wo ich dann noch eine Fortsatz, also eine Verbesserung bekomme. Warum habe ich jetzt eigentlich schon wieder diese blöde Quest markiert? Ich habe doch extra diese Greifen-Quest. Mann. Schatzsuche war das. Hier. Greife. Greifen, Schulen, Ausrüstung und so weiter. Auch nicht weinen. Nicht weinen, gute Frau. Es wird schon wieder. So. Erstmal hier markieren zum Weideler, aber wir wollen ganz kurz... So weiß wie Quark. Wie Quark? Ja, wie Kalk. Obala, wollte ich gar nicht lesen. Guter Waffenschmied. Der will gar nicht mehr. Da müssen wir kurz warten. Ich will jetzt die Folge ein bisschen füllen mit was... etwas halbwegs Sinnvollem, ne? Was denn? So. Kannst du eine... Ja, ja, bau mir mal was. Aha. Ich hoffe wirklich, du kannst das jetzt machen. Nein! Er ist auch kein Geselle. Er ist ein Anfänger. Ach, verdammt. Bis dann. Aber ich kann trotzdem noch was bei dir verkaufen. Was denn? Ja, komm. Was denn? Ich sehe mich. Was denn? 136. Das sind wahrlich keine Höchstpreise, die mir hier geboten werden, ne? Komm, ich heb mir die noch ein bisschen... Ich glaube, da gibt es bestimmt Schmiede, die geben mir mehr dafür. Geizkrüppel. Du blöder Geizkrüppel. Plätzchen. Nee, dann wollen wir uns hier im Wald nochmal umsehen, da wo wir Prinzessin gesucht haben. Und Plätze. Ja. Willst du mal? Ja. Hey! Okidoki, wo ist denn hier eine Höhle gewesen? Oh. Level 2, für euch halte ich nicht mehr an, du. Oh. Die ganzen Neckar, da könnte ich noch mehr Neckarherzen bekommen. Aber ich habe ja schon welche. Lalalei, lalalalalei. Bin ich jetzt eigentlich schon nördlich von... Ja.
Irgendwo hier, ne? Autsch! Sage mal. Mir gerade ein bisschen zu hektisch hier. Außerdem sind viel zu viele Wölfe da. Nee, ich find's leider nicht. Einsame Hütte. Ah nee, warte mal, hier ist es doch. Das sieht man doch eigentlich schon auf der Karte, dass da eine Hütte, eine Höhle sein muss. Hier. Hier, ne? Heya! Da unten doch bestimmt. Kann ich da runterrutschen, ohne zu sterben? Ja, da ist er doch. Da ist er doch. Autsch. Das ruckelt. Finde ich nicht gut. Viel zu schwach, die Viecher. Greifen jetzt gerade meine Plätze an. Ach, Plätze macht das schon, oder? Na? Die ganzen Monster sind sehr einfach auszutricksen. Einfach nur einen Sprung zur Seite und dann ruff. Oh, blaues Mutagen, ja. Wie viele Mutagene die einstecken haben, die Dinger? Hat jemand von euch ein Herz dabei? Nein, nur Augen. So. Hier müsste es ja dann sein, oder? Oh, Vorsicht. Au. Au. Was zu plündern. Außer ein paar Pilze. Oh, ein toter Hirsch. Gewesen ist. Oh. Boah, sehen die übel aus. Die liegen schon eine Weile hier, schätze ich. Eine Armbrust. Oh, meisterlich gefertigtes Bärenstahlschwert. Super. Danke. Danke, danke für den Tipp. Habe ich ja doch noch gefunden, endlich. Ich glaube, das wäre auch eine Nebenquest gewesen. Die habe ich jetzt quasi gemacht, bevor ich sie machen sollte. Warum nicht? So. Dann wird es aber jetzt endlich Zeit, dass wir nach Velen zurückgehen. Oh, ich habe den Eingang gefunden. Ach, dann war das eben der Ausgang. Schwarzzweig. Oh nee. Pferdchen, komm schon. Schön austreten, mach die ganzen Viecher tot. Oh nein. Nicht abwerfen, Plätze. Diese blöde Pferdepanik. Ich brauche auf jeden Fall ein paar Scheuklappen. Oh, ist ja gut. Beruhig dich. Mädchen, beruhig dich. Ja. Soll ich meinen Mann zum Fluss schicken? Vielleicht fängt er ja was. Das war eben ein kleines Kind, oder? Hat die was von ihrem Mann erzählt? Hat sich ganz so angehört. Naja, komm, wir gehen nach Velen. Es zählt als neues Gebiet. Ist eigentlich schon ganz ulkig, oder? Hatten wir hier nicht einen Schmied, verdammt? Wir hatten hier doch einen Schmied. Wo sind denn die Quests? Die sind in Novigrad. Hä? Da. Da war einer am Scheideweg. Ja, ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt erstmal um die Greifenausrüstung. Was haltet ihr davon? Ja. Das können wir mal machen, ne? Was ist mit den Minen, die ja, die Mädels aus Novigrad gebracht haben? Novigrad? Du hast doch... Ach nee, warte, ich wollte nach Norden. Plätze. Super cool. Das Stahlschwert, die Verbesserung des Stahlschwerts. Bringt mir leider noch nichts. Wo gibt's denn hier einen Schmiedegesellen? Schreibt mir das doch mal bitte. Dann werde ich erstmal ein bisschen weiter questen oder beziehungsweise ich werde dann offcam die Schmiede einfach mal abklappern. Oha. Viecher wieder. Man kann hier echt nirgendwo... Oh, Plätze. Nicht ausbrechen bitte. Man kann hier nirgendwo lang reiten, ohne dass einem sofort irgendwelches Gewürm und Getier vor die Karre springt. Respektive Pferd. Sorry, Plätze. Ist keine Karre. Du bist eine Schindmähre, manchmal. Aber manchmal mag ich dich auch total gerne. Oh, da oben sieht's gut aus.
vielleicht nicht so gut. Oha, Plätze. Oha. Wo ist das Teil? Oh ja. Oh ja. Ne, ich wollte gar nicht so oft schießen. Hör mal auf. Komm. Jetzt musst du nicht runterkommen, hä? Oh. Oh, Geralt. Das Wichtigste wieder vergessen, ne? Oh Gott, warum? Ah, ich hatte das Stahlschwert. Bist du auch so empfindlich gegen Feuer? Ne, gar nicht, ne? Oha. Komm schon her, du Gabelschwanz. Einfach weiter hacken, das ist der Trick. Yes. Ich bemale den Boden mit deinem Blut, du Mistvieh. Oh, komm schon. Ach da. Nein. Ist das jetzt in der Mauer drin? Sag bitte nicht. Sag bitte nicht, dass das in der Mauer drin hängt. Oder obendrauf vielleicht? Nee, da ist es doch. Ach, ein Glück. Ein Glück, Kinder. Ach so, aber ich glaube, der Part ist auch leider schon zu Ende, Leute. Ich würde sagen, nächstes Mal werden wir uns weiter ein bisschen umsehen hier und die Greifenschulen-Ausrüstung besorgen. Zumindest Teil 1. Den zweiten Teil machen wir ein andermal. Wir kümmern uns noch ein bisschen um die Quests hier in Velen und Novigrad. Ich freue mich drauf, hoffe ihr auch. Danke fürs Zusehen, für die Likes und wir sehen uns wieder zu The Witcher 3.